Hallo Leute, willkommen zu meinem Video. Heute zeige ich euch, wie ihr eure Facecam mit einem Weihnachtsrahmen und Schneeflocken schmücken könnt. Fangen wir mal direkt an, und zwar müsst ihr erstmal eure Facecam hinzufügen. Wenn ihr wissen wollt, wie man das richtig einstellt, müsst ihr ein anderes Video leider schauen, aber weil bei mir geht es einfach nicht, bei mir wird eine neue Facecam nicht angezeigt. Hallo, hier bin ich. Deswegen mache ich die jetzt einfach mal so, wie die ist, hinzu. Dann geht ihr auf YouTube und gibt erstmal PNG Tree ein und geht auf das erste. Dann gibt ihr hier Face Cam und dann Christmas. Hier Face Cam Christmas. Da habt ihr hier schon ganz viele. Ich habe mich für die entschieden, weil ich die am schönsten finde. Und dann müsst ihr euch hier mit Google anmelden und dann auf Download PNG drücken. Dann wird es euch schon hier angezeigt. Jetzt müsst ihr wissen, wo die Datei ist. Um das herauszufinden, geht ihr Rechtsklick in Ordner anzeigen. Und dann habt ihr es schon hier. Seht ihr, wie man da hinkommt. Dann geht ihr auf OBS, auf Hinzufügen und auf Bild. Das nennt ihr dann mal Rahmen oder wie ihr wollt. Dann müsst ihr jetzt suchen, wo ihr es gerade gefunden habt. Hier bei Downloads, hier öffnen. Auf OK, und jetzt ist es hier sehr groß. Das müsst ihr dann erstmal kleiner machen. Jetzt ist wichtig, dass der Rahmen über der Facecam ist und nicht die Facecam über dem Rahmen. Ansonsten sieht das Ganze so ein bisschen scheiße aus. Ihr seht, das sieht halt scheiße aus. Deswegen Rahmen über Facecam. Jetzt müsst ihr noch den Greenscreen hinzufügen. Dafür geht ihr erstmal auf YouTube, dann auf Schneeflocken Greenscreen. Und jetzt könnt ihr auswählen, was ihr wollt. Ich habe das hier. Ihr könnt auch das hier nehmen für so realistische Schneeflocken oder halt so riesige. Und dann geht ihr auf euer Video, auf Teilen, Kopieren. Kopiert den Link halt davon. Und dann müsst ihr auf YouTube. Gebt einfach YouTube Video Download ein und dann hier auf diese Seite. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es lieber aussprechen soll. Dann kopiert ihr das hier rein. Und dann ist wichtig, dass ihr hier das WebM nehmt und nicht die Audio. So. Dann habt ihr es hier schon. Dann müsst ihr einfach nur noch Rechtsklick. Video speichern unter und dann speichert ihr es, wo ihr wollt, wo ihr es euch merken könnt. Ich habe das hier schon, deswegen werde ich es nicht machen. Dann geht ihr wieder auf OBS, Rechtsklick hinzufügen, VLC Videoquelle. Das nennt ihr dann Schneeflocken. Okay. Dann hier Playlist wiederholen und ich habe hier immer abspielen, auch wenn nicht sichtbar. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Dann auf Plus, Datei hinzufügen. Und jetzt sucht ihr halt da, wo ihr das habt. So, das hier sollte es sein. Okay, jetzt ist es natürlich wieder viel zu groß. So. Macht es erstmal so circa gleich groß. Jetzt ist wichtig, ihr seht, wenn ihr das drüber macht, dann ist halt das ganz oben. Und jetzt macht ihr das zwischen Rahmen und zwischen Facecam, damit es so ist. Dann ist über eure Facecam, damit man die natürlich sieht, aber unter eurem Rahmen, damit es schön abschneidet. Jetzt müsst ihr hier draufklicken halt, dann auf Filter, auf Effektfilter, Plus und dann Chroma Key. Okay. Dieses Bildreduzierung ist ganz wichtig, dass ihr die ganz nach rechts macht, ansonsten ist halt grün. Dann hier die Glätte, so ist halt so sehr scharf, das wackelt so zu sehr, ich würde es so machen. Und dann hier halt, wie viele ihr wollt, also ob ihr so ganz wenig wollt, so mittel viele oder sehr viele. Aber ich würde so mittel viele bis wenig empfehlen, weil sonst ist halt zu viel. Dann hier die Deckkraft ganz hoch, der Kontrast ist auch am besten ganz hoch, aber dann die Glätte wieder ein bisschen runter. Helligkeit auch ganz hoch und Gamma, keine Ahnung, was es bringt. Dann könnt ihr das schon schließen und über eure Facecam machen. Und dann habt ihr schon eine Facecam mit einem schönen Rahmen und Schneeflocken.
Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.